Hallihallo Leute, wir sind wieder da mit Stardew Valley, mit Devadrak und Suki. Hi. Hallo. Es hat sich ein bisschen was getan. Vardrak und ich waren fleißig und Pause hat gerade nicht funktioniert. Jetzt geht's. Vardrak und ich waren fleißig. Oh, und ich habe noch zu hohen Movement Speed drin. Sorry. Und ich habe das falsche Inventar. Ah, ich habe mein Inventar noch nicht gemacht. So Leute, dann seht ihr jetzt live, wie man cheatet, bevor ihr die Farm seht. Das ist der CJB Item Spawner. Und dort werden wir uns unser Tools und Equipment mal holen. Wir hatten das Galaxieschwert. Wir hatten eine Goldkanne, eine Goldspitzhacke. Ich muss noch ernten. Ist was zu ernten eigentlich gerade? Ich glaube Kaffee ist zu ernten. Kaffee. Dann ernte ich den gleich mal, damit ich meinen mein Ernte-Dings hochgeschoben kriege. Ja. Yeah. Sort by Category. Ich hatte eine Hacke auf Kupfer und ich hatte eine Kupferpfanne und ich hatte eine Bambusstange, die brauche ich jetzt nicht. Die nicht. Was hatte ich denn für eine Spitzhacke und eine Axt? Axt hatte ich erst die... Ich habe keine Ahnung mehr, weißt du? Stahlaxt und ich hatte aber schon die Goldspitzhacke, sonst hätte ich den Dings nicht wegmachen können. Warte mal kurz, ich sollte das Ei, was wir gekriegt haben, nicht wegwerfen. Wir haben nämlich ein Void Egg bekommen von der Zauberin. So, die Kanne lag... Ne, ich hatte keine Goldkanne. Oder? Ne, ich glaube, ich habe nur eine Stahlgießkanne. Hast du schon dein Haus verlassen? Ich habe mein Haus noch nicht verlassen. Okay. Noch nicht spoilern. Und nein, ich sag nichts. Sense, jetzt ist Sense. Irgendwas hatte ich noch hier unten, ich weiß es gerade nicht mehr. Ich weiß, dass wir noch ein paar andere Items hatten, zum Beispiel das ganze Iridium-Erz. Das ist jetzt natürlich leider weg. Aber, Leute, willkommen auf der neuen Farm. Ich habe eine neue Farm-Mod installiert. Wir sind immer noch im Jahr 2 und... du erntest ganz schön Kaffee, das hört man. Ich habe eine Mod installiert, die uns eine größere Farm verschafft. Wir haben jetzt hier oben unsere Öfen. Unsere Seedmaker neben unserem Apfelbaum, der jetzt langsam wächst. Wir haben hier unten unsere Blume und unsere Bienen. Wo bist du denn? Ich bin oben bei den Truhen, warum? Wir kommen mal zu unserem Haus nochmal. Wir haben da oben unsere Truhen und unsere Suki. Hallo Suki! Hallo! Hier haben wir unsere Truhen jetzt. Unser Lager, da oben werden wir dann Fässer und so hinbauen. Und hier haben wir diese Felder, die wir vorher hatten. Die haben wir nachgebaut. Rechts haben wir ein paar weniger gemacht und sie dafür... Ich hab wieder mal die Stahlspitzhacke reingehauen, weil du dann nachgehen willst. Erstmal alles mit Kartoffeln. Das sind alles Kartoffeln. Das sind unsere Kaffeebohnen und da hinten nochmal neu unsere Blumenkohl, den wir ja in der letzten Folge gepflanzt haben. Ja, wir haben die ganze kleine Mini, die ich nochmal nachgepflanzt. Wir haben einfach gesagt, wir machen das ganze Feld Kartoffeln und fertig ist. Genau, Kartoffeln sind jetzt nicht die Überbereicherung, aber es sind unordentlich. Hier haben wir unsere kleine Pilzhöhle. Da ist natürlich noch nichts gewachsen. Ja, und dann haben wir... Es ist alles ein bisschen weiter auseinander. Da haben wir unsere Ölmaschinen, unsere Katze, die immer auf dieser Treppe hier im Weg sitzt. Und die Farm ist so groß und die Katze schafft es trotzdem noch im Weg zu sitzen. Genau, hier sind die Häuser von Vardrak und Suki. Mit ihrer eigenen Verkaufstruhe. Falls sie sich mal nicht mehr leiden können, kann der eine den anderen verkaufen. Irgendwie so. Und hier sind unsere Tiere. Ihr seht, das Gras ist ganz schön gewachsen, weil wir durch ein bisschen Zeit durchskippen mussten, um halt genau das Datum zu haben, was wir halt hatten. Genau, da unten. Haben wir irgendwo was zu essen? In der Kiste von meinem Haus. Ja. Okay. Es gibt noch ein paar Fehler bei dieser Map, zum Beispiel, dass man einfach durch sowas durchlaufen kann. Das ist irgendwie noch nicht ganz so fertig, aber es ist ein neues Projekt. Hier unten kann man nicht lang. Aber ihr seht, hier ist ein Minecart und oben ist ein Minecart gewesen bei Vardrak und Suki. Wenn man dann später die Extended Minecarts Mod damit verknüpft, kann man da wahrscheinlich einfach auf dem Hof noch zu verschiedenen Stellen fahren.
ich will auch mein Mining Level hochtreiben. Und die Dinger kann ich leider nicht verkaufen oder verschieben gerade. Also ein paar Sachen funktionieren einfach noch nicht so ganz. Das Ganze läuft mit MTN, das heißt More Than Necessary Mod und dann eben der Community Map Mod. Die erlaubt übrigens bis zu 9 Spieler, also Mitspieler. Das ist ziemlich cool. So, ich gehe zum Traveling Merchant, gehe wieder... Wir haben 330 Hardwood. Wie viel kostet ein 100. Pferde? Und wie viel Geld? 50.000? Du fragst mich Sachen. Ach, da unten geht's nicht lang. Die Karte ist übrigens sehr groß. Wir brauchen unbedingt die Pferde, sonst kommen wir nie lang. Weil ihr seht... Das ist das nächste Ziel, erstmal Pferde zu besorgen. Genau, ihr Leute, ihr seht ja, wir haben einfach alles. Sehr, sehr weit hinten noch. Und uns fehlen natürlich auch sämtliche Secret Notes. Und hier ist noch alles so vollgepackt, das müssen wir alles machen. Und es kann gut sein, dass wir noch irgendwelche Events triggern irgendwo. Genau, die wir dann wahrscheinlich einfach überspringen werden. Suddenly no music. 10.000. 100 Hardwood und 5 Eisenbahnen. Wir könnten 3 Pferde kaufen. Mach das. Also, ich hab keinen. Also, wir müssen hier quasi nacheinander kaufen, aber. Ja. Ja, Instant Build sollten wir jetzt hier nicht drauf haben. Aber überlegt mal, wo ihr eure hinhaben wollt. Dann am besten direkt neben unser Haus. Ja. Na, so, dass halt zwei nebeneinander passen. Ich will meine dann auf jeden Fall neben meinem Haus haben, aber ihr doch zuerst. Okay, dann beugt bei uns zuerst eins rein. So, gucken wir mal. Ich muss, so weit laufen. Ah, das schaffe ich nicht mehr heute. Ach, die nächsten zwei Tage ist sie nicht da. Hä, Montag ist sie doch da. Montag ist sie nicht da. Dienstags ist sie nicht da. Dienstags ist sie beim Sport. Ich nehme auf jeden Fall erstmal 100 Hardwood mit. Ich sammle gleich mal neues Hardwood. Wow. Also ja, Leute, ihr merkt, diese Map ist riesig. Vielleicht bekommt ihr einfach mal noch mehr Besuch bei irgendeiner Aufnahme. Das heißt, wir können halt die Baumfarm auch auf der Map machen, weil ja. Wir haben den Platz. Oh, wir müssen sowieso, das haben wir nicht gemacht. Wir brauchen eine Baumfarm, damit wir einen Tepper machen können. Sie sieht das immer vergessen, aber das sollte ja kein Problem sein. Genau. Also wir haben versucht, so vieles wie möglich einfach nachzubauen. Haben alle die Kisten mit dem gröbsten und notwendigsten genauso befüllt, wie es war. Wir haben so ein paar Sachen rausgelassen, die eh nur klein waren. So in der Fischkiste sind jetzt nicht mehr ganz so viele Fische, weil... Leute, es ist nervig, alles einzeln zu spawnen. Ja. Da ist es nicht so nervig, das Ganze einzeln zu angeln. Ja, bei den Sammelsachen sind einige von der Qualität weg, weil wir einfach nur normale Qualität reingeschmissen haben jetzt, aber das ist jetzt auch nicht so schlimm. Genau. Das sammelt sich alles schnell wieder zusammen. Wie gesagt, wir müssen jetzt hier halt die ganze Sachen aufsammeln und alles. Ich habe gemerkt, dass mir nur noch knapp 300 fehlen Erfahrungspunkte für Level 10, auch wenn das dort jetzt irgendwie anders aussieht. Ich glaube, ich habe das falsch eingestellt. Aber okay. Eigentlich sollte mir nicht mehr so viel für Sammeln fehlen. Ja, du musst es bei dir ja den ganzen Charakter nach und nachstellen. Während bei uns das einfach zu importieren war. Genau. Ich konnte meine Farmhands einfach so importieren. Und bei mir muss ich alles so mit dem Editor nachrichten und was auch immer. Museum wird auch schwierig, weil ich habe im Museum jetzt nicht nachgeguckt, was wir einfach für Sachen drin hatten, sondern ich habe einfach die ersten 60 Sachen genommen, die ich gefunden habe, und habe die da reingepackt. Das heißt, es kann gut sein, dass wir ein paar Sachen haben, die wir noch nicht drin haben. Wir haben zum Beispiel jetzt, das habe ich gesehen, auch noch schon ein Dinosaurier-Ei im Museum. Ja, aber wenn wir jetzt ein Dinosaurier im Museum haben, ist das in Ordnung. Richtig. Und wir können halt noch die Belohnung aus dem Museum abholen. Weil da haben wir jetzt auch noch nichts abgeholt. Ja, aber dafür haben wir die ganzen Sachen auch nicht mehr, die dein Haus voll gespammt haben. Ja, aber zum Beispiel die Seeds und alles kriegen wir halt auch nochmal jetzt. Ja, aber das ist nicht so schlimm. Ein paar Seeds extra. Wir haben jetzt auch viel, viel mehr Platz. So. So, du hast gesagt, ich soll beim Sammeln irgendein anderes Level nehmen. Welche andere Skillung nehmen? Welche denn? Die Holzfäller-Skillung. Damit du beim Fällen von Bäumen die Chance auf Hardwood hast, dann auf Level 10. Ist das bei Level 5 schon was anderes? Holzfäller, das, wo das Holz mehr wert ist. Ich bin nämlich Level 6 schon. Ja. Ich hab das schon eingesammelt gehabt.
Welche hast du genommen? Gather. Ja. Kannst dich umskillen lassen? Ja, das kostet aber Geld. Das stimmt, das kannst du dann, ich glaube 500, das ist nicht viel, aber das kannst du auch später dann. Nein, das kostet 10.000. Echt? Ja, das ist teuer. Also, für Late Game ist es nicht teuer, aber für uns momentan. Ich dachte, es wären nur 500, okay. Na, sieht ja, so schnell vergeht die Zeit. Das ist halt schon ziemlich. Ja, ziemlich viel so. Aber wie gesagt, das kannst du dann auch später machen, wenn du Level 10 hast, weil vorher bringt es uns das ja eh nicht. Spooky, komm nicht so schnell, komm nicht so spät zurück. Du musst natürlich über die halbe Farm laufen. Stimmt. Tatsächlich ist es, wenn du unten bist, ist es jetzt wahrscheinlich schneller durch die Stadt zu gehen und dann oben reinzukommen. Ja, ich werde mal gucken, wenn wir zur nächsten Folge die erweiterten Minecarts, dass wir das Minecart bei uns an den Häusern oben nutzen können. Ja, das muss ich wahrscheinlich machen, die Extended Minecarts installieren. Das sind ja 20.000 Mark. 40.000 Ostmark. 80.000 Ostmark auf dem Schwarzmarkt. Wir haben es verstanden. Sehr gut. Schön, dass wir es geklärt haben. Ja, und ich im Gegensatz zu den anderen habe jetzt auch keine Freunde mehr in der Stadt. Ich kenne die alle nur so ein bisschen. Manche habe ich noch gar nicht angesprochen. Ja, ich habe zum Glück mein gesamtes Zeug noch behalten. Das an Freundschaft, nämlich das Viertelherz mit, was, Emily? Jody. Mit Jody, ja. Emily? Jody? Jody. Ich hab's geschafft. Jody. Jody, sag ich ja. Ja, jetzt sieht man auch mal so ein bisschen, wie so eine Farm aussehen kann. Ich finde das toll. Also ich mag die Community-Mod. Vor allem, weil sie so relativ unproblematisch Multiplayer geeignet ist. Die Map ist halt einfach nur riesig. Sie ist riesig, aber stellt euch das vor mit 9 Leuten zusätzlich, also insgesamt mit 10 Leuten, dann kann man die gut bewirtschaften. Ich bin übrigens jetzt Level 9 Farming, das heißt eine Ernte noch wahrscheinlich. Und dann kann Suki ernten. Oder zwei, naja, beim Kaffeebohnen werden es ein paar mehr sein. Aber spätestens wenn wir jetzt den Blumenkohl. Spätestens im... Ah, wir haben was ganz Wichtiges vergessen, was wir hatten. Leute, ich werde nochmal kurz cheaten, weil wir hatten die Sachen schon nicht da, sondern da. Und zwar Lightning Rods. Oh ja, stimmt. So. Die bräuchten wir heute auch. Genau, wir hatten irgendwie so auch so die Anzahl, das passt schon. Deswegen fiel mir das gerade auf. Wo stelle ich die denn hin? Die stelle ich jetzt da hin. Das ist jetzt mittlerweile wirklich sinnvoll, das ganze Zeug am Morgen erst wegzuräumen, weil der Weg sonst so lang ist. Ja. Was suchst du, Suki? Ich suche Erze. Erze sind beim Öfen. Und wo sind die? Hier oben. Oben rechts, da, guck mal, da oben rechts. Guckst du denn nicht meinen Stream? Hier lang musst du. Nein, hier unten rum. Okay. Achso, Suki, okay. Hast du ganz weit rausgezoomt? Nein. Das geht bei meinem Laptop irgendwie nicht. Hä? Also du kannst rauszoomen, aber beim Laptop ist wahrscheinlich trotzdem noch ziemlich wenig zu sehen. Ja, aber dann ist alles total verzogen. Dann sehe ich nicht mehr, wie spät es ist und alles ist kacke. Hä, wenn du die interne Zoom-Funktion nimmst? Ja. Ist ja richtig kacke. Sag ich doch. Ich finde es übrigens schön, wie hier ein Schild steht, was nichts macht. Was aber auch nicht weggeräumt werden kann. Warum ist das? Das ist da, wo der eigentliche Eingang wäre. Das Weil in der Breite hat sich die Farm ja nicht wirklich groß geändert. Nee, das ist... Jein, doch, klar. Aber das ist das Schild, was normalerweise dort in dem Weg auf der anderen Seite steht. Das haben wir einfach rüberkopiert wahrscheinlich. Achso, ja. Aber wir haben ja auch ein Teleskop hier unten auf den Bergen stehen. So, Oma Evelyn möchte gerne einen Lauch. Den hat sie doch zum Ehemann. Witzig. Eben. So bin ich. Wir müssen uns mit George anfreunden. Wir brauchen die Qualitätssteine. Das würden wir nur ohne so die Qualitätssteine machen. Man merkt, ihr spielt sehr viel Stardew Valley. So. Gut so. Stardew Valley ist ein schönes Spiel.
Die lila eine Kiste, die man gerade nicht erkennt, dass es lila ist, die hat jetzt die ganzen Monstersachen. Das kommt da mit rein. Der Lauch habe ich noch, die Sachen verkaufe ich. Und das kommt da rein. Es ist ein bisschen ungewohnt, jetzt wieder alles neu zu sortieren, ne, Sophie? Ja. Wir können übrigens überall auf der Karte dann später noch so eine Verkaufsdinger hinpacken. So, morgen wird angefangen mit dem ersten Pferdestall. Konnte ich nicht einfach mal das so reinschmeißen? Na egal, ich gehe mal zu Evelyn und bringe ihren Lauch. So ein Kaffee wäre praktisch. Kaffee haben wir zweimal. Also wir können Kaffee kochen. Wir haben einen Keg. Wir haben eine Menge. Also wir haben schon nur einen Keg. Ein Fass. Aber wir können, ich glaube, wir können noch bis zu, ich glaube, 16 Kegs können wir noch bauen. Dann sollten wir es vielleicht machen, weil Kaffee wäre wirklich eine gute Idee. I need parsnip to power my latest invention. It's the only thing that will work, Maru. Okay. Ja, kennt man. Die Sachen, die nur mit Parsnip funktionieren. Ich werde noch ein paar Keks bauen und aufbauen. Ja. Und dann können wir Kaffee bauen, weil Kaffee ist, glaube ich, wirklich auf der Farm wirklich sinnvoll. Das stimmt. Was brauche ich denn für Keks? Mir ist warm. Kupfer, ja. Eisen, Eichenerz, genau. Das Problem ist jetzt, dass ich ja neulich das Minenlevel in der Skull Cavern runtergetrieben habe. Aber die Elevator Mod jetzt nicht mehr funktioniert, weil das ein neuer Map ist. Also muss ich dann nochmal so weit runter. Meh. Daumen wächst unser Baum, unser Apfelbaum, der wird bald fertig sein. Ja, und wie man das gerade auch schon wieder gesehen hat, die Grafik-Glitches auf der Map sind natürlich noch ein bisschen da. Das ist einfach normal. Grafik-Glitches? Hä? Hatten wir keine Batterien mehr? Ach nee, die haben wir alle verbraucht. Mir fiel gerade ein, dass wir keine Batterien gemacht haben. In der Lilan-Kiste. Also, ja. Suki hat sich das gute Essen rausgenommen hier. Und ich habe mir auch nicht das Zeug, was in meinem Kühlschrank war, wieder neu geholt. Das heißt, da ist jetzt gerade nichts drin. So, den Kamin. Meine Wohnung sieht auch etwas leer aus. Den Kamin stelle ich mir ins Schlafzimmer jetzt. Kalender wäre auch noch gut. Wetterbericht, was sagt denn das? Morgen wird es den ganzen Tag klar und sonnig sein. Okay. So, wir haben jetzt natürlich heute nicht so viel zu tun. Kannst mal Kaffeebohnen hochbringen zu den Keks. Das stimmt. Die sind in der Frühlingskiste drin. Kann keins anbauen. Ich hatte erst überlegt, ob es ein besseres Schema gibt, aber wenn es eins breiter wäre hier, dann hätten wir nochmal eine Reihe Keks hinbekommen. Mhm. Dann könnte man hier und dann hier und da drüben, dann wenn man da drüben lang könnte, wenn der Zaun da nicht wäre. Oder hier einfach noch eins breiter wäre. So, in 2 Stunden sind wie viele Kaffees fertig? 1, 2, 3. 5, 6, 7, 8, 16, 17 Kaffees sind gleich fertig. Yay. Ich meine, Kaffee hält ja nicht so lange vor. Ein Tag. Was? Nee, 1,2 Minuten. Ich kann sagen. Kaffee hält gar nicht lange. Jetzt haben wir das, wie das mal ist. Was sind das für komische Geräusche? Ich habe einen Teleport-Totem, einen Warp-Totem zum Strand genommen. Wow, ich dachte, der Blitz ist eingeschlagen und hat den Haus in Luft gejagt. Nee, das war das Warp-Totem. Oh nein, der Blitz hat einen von unseren Blumenkohl kaputt gemacht. Das war wahrscheinlich, bevor ich die Dings gesetzt habe, ja. Heute könnte man das Mehrmals-Pendant holen, aber... Ich kann noch keinen heiraten.
Das ist schon in Ordnung. Ja, es ist voll. Es ist übrigens voll günstig, jemand anderes zu heiraten, also jemand irgendein NPC zu heiraten. Einen Spieler zu heiraten, ist scheiße teuer. Was? Brauchst du nicht Iridium und eine prismatische Scherbe? Ja. Nicht jeder hat so ein Glück wie ihr auf eurem anderen Spielstand. Und vor allen Dingen überlegt man das Ganze modless, also ohne Elevator-Mod. Dann ist es eh, du genug Iridium und die prismatische Scherbe zusammen hast, ist es leichter, die Dings zu machen. So, ich quatsche jetzt alle möglichen Leute in der Bar an, damit ich die mal zusammenbekomme. Hi. 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 Hi, ich bin der Neue. 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 Ach, hi, ich bin der Neue. Hi, ich bin der Neue. Pam so, oh Mann, bin ich durstig. Und ich so, hi, ich bin der Neue. Kenne dich nicht, warum redest du mit mir? Ach, Shane, du liebenswürdiger alter Sack. Hast du den Kaffee vor deinem Haus in die Kiste geschmissen? Was? Nein. Der ist vor meinem Haus. Einen hatte sich, hast du dir genommen. Hast du den Kaffee vor deinem Haus in die Kiste geschmissen? Nein, der ist vor meinem Haus. Hä, der... Ach so, hast du den Kaffee in die Kiste vor deinem Haus geschmissen? Ja. Nee, der ist ja gerade... Ich war noch nicht Kaffee holen. Ich hatte nur einen noch drin liegen. Ach so. Ich dachte, du hast gleich noch gewartet, bis der fertig ist und hast den geholt. Denkst du, ich stehe 2 Stunden da rum? Ich stehe 2 Stunden rum. Ja, du... Die Zeit war ich noch in der Stadt. Hä? Der braucht noch 1 Stunde 20 Minuten. Hast du schon 9 gemacht? Ja. Was denkst du, warum ich einen Kaffeebohnen auf dem Kopf hab? Denkst du, ich hab da freiwillig auf dem Kopf? Ja. Schöner Schmuck. Ich trau dir das zu. Wie viele Steine haben wir eigentlich? 4 Stacks, glaube ich. Aber auf so einer großen Map ergibt es halt wirklich mal Sinn, dass man sich diese Verkaufstruhen nochmal nachkaufen kann. Aber was hier nicht funktioniert, ich kann die Sachen nicht... Was sich hier auch lohnt, ist wahrscheinlich der Well, der Brunnen. Es gibt so viel Wasser auf dieser Karte. Well, well, well. 3 Brunnen? Ich weiß nicht, was das andere Item war, was ich noch dabei hatte. Muss ich mal in der Folge davor wahrscheinlich gucken. Und ich habe meinen Fedora nicht mehr. Verdammt. Den möchte ich auch noch wiederholen. Aber ich gehe erstmal schlafen. Nee. Im Item Spawner. Den hatte ich ja wirklich. Der steht mir ja rechtmäßig zu. Auch nö. Was auch nö? Ich kann mich nicht mehr bewegen. Warum nicht? Ja, weil. Ach, jetzt geht's wieder. Ich hab dir Kaffee angeboten. Danke. Und du warst wahrscheinlich noch in der Kistenanimation drin. Ja. Wow, creepy Hall of Creepiness. Das passiert aber uns mal. Wir müssen unbedingt einen Weg hinbauen. Ja. Stimmt, Wege, da läuft man 20% schneller. Da müssen wir uns mal coole Dinger kaufen. Ich glaube, ich habe die schon bei Robin gekauft. Und dann die Steinplatten bei Robin. Na, Steinplatten oder die Kristallplatten oder so. Ja, stimmt, wir können auch Kristallplatten machen. Wir haben ja eigentlich genug davon. Oh, es ist so weit weg bis. Ach ne, wir können die Fishing Pots einsammeln und hier auf der Farm aufstellen. Genau. Da ist jetzt genug Wasser. Unten zum Beispiel, das war auch relativ weit weg, aber unten an dem Ding. Marfi, nicht auf OK klicken. Zu spät. Suki, hast du schon auf OK geklickt? Ja. Ach, Leute. You had one. Das ist aber die erste Folge in der Aufnahme immer. One job. Dann klicke ich halt nicht auf OK. So, okay. Leute, das war's auch schon wieder mit der Folge, mit der ersten Folge auf unserer super neuen, coolen Super Farm.
Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin und tschö, tschö. Ciao. Tschüss.